in verschiedenen. Der Weg ist am Tisch. Sie entscheiden, wo sie eingreifen. Oh, du gehst einfach auf den Schwierigkeitsgrad da unten, welchen du haben willst. Meistens wird er immer irgendwie empfohlen oder so. Oh, ich sehe, wie du dich darauf bewegst. Ja, das kann man sehen, ich weiß. Ja, habe ich noch nie gesehen. So. So, bei den Grünen sieht man immer, wie viele Leute da drauf sind. Ja, okay. Ich bin immer auf welche gegangen mit 0. Ja, das ist mir schon, das die Farben sind immer die, die wir auswählen können. Feuerschaden, der wurde erhöht, ne? Also cool. Er war nicht schon hoch genug. Ja, ich weiß nicht, ob das bei uns beim letzten Mal schon aktiv war, aber also diese alles was Feuerschaden, also das gilt auch für diese komischen Feuertornados, die machen jetzt noch mehr Schaden. Also das ist das erste Mal, was ich gedacht habe, also Feuerschaden gesagt hast. Es gibt auch Roboter, die Feuerflammenwerfer haben, also die tun einen praktisch One-Shot. Oh. Da fragt sich die Community auch, in was für Gottes Namen haben die sich dabei gedacht, ey. Jede Mission bringt uns der Demokratisierung des bekannten Universums. Das sind die ganzen Metaspieler, ne? Die schon voll weit sind, ne? Die sind nicht mehr gefordert, da haben die gedacht, oh, machen wir das ganze Spiel. Mal schwieriger, ne? Ja. Machen die bei Genshin dauernd, ey. Leute, die seit 3 Jahren spielen, die sind schon so gelangweilt, die machen das Spiel nur noch schwieriger. Da kommt alle jeden Monat ein neuer Charakter. Ja, irgendwie sagen die, dass der stärkste Charakter aller Zeiten ist, das sagen die bei jedem neuen Charakter. Ja, weiß ich nicht, die sagen, der ist der most fun Charakter oder so, keine Ahnung. Dann sagen die bei jeden neuen Charakter. Wir machen über Honkai Star Rail auch. Oh, dieser Charakter, ihr müsst unbedingt für den Pull, das ist der mächtigste Charakter, der hier rausgekommen ist. Boah. Dann 20 Tage später, oh, dieser Charakter ist so mächtig. Müsst ihr euch unbedingt holen, das ist der stärkste Charakter aller Zeiten. Sie alle 20 Tage. So. Oh. Flugbasis sabotieren. Hm, da ist einer von 4 schon. Glaube ich, weil einer ist von 4. Mhm. Da sind überall einer von 4. Ja. Hm, da nicht. Ja, aber da ein, ne? Ja. Wenn ich gar nicht darüber gehen kann, ne? Und der Wert überhaupt anschauen kann. Ja, willkommen in meiner Welt. So, Geostudie oder Rakete starten. Müssen wir sowieso beide machen, um die Operation abzuschließen, den Patienten zu retten. Mancant Roboterkontrolle. Missionskoordinaten festgelegt. Aber wir können schon rein. Okay. Yeah. Aha. Ich will meinen neuen Helm. Oh, jetzt bin ich D2. Primärziel, Sekundärziel hier, ne? Nehme ich an. Ja. Da gehen wir so hier den Reagenzglas entgegen, nehme ich an. Ne? So, ne? Wo ich sag. So, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Neues hier noch hatte letztens. Ja, wir haben so einen stimmt. Oh. So, Guard Dog, dann welcher war noch mal mein ganz starker, der hier und Das hier und mein Ding hier. Okay. Start initiiert. Los geht's. Feuerfrei. Aha. Also die Pillen wieder unterwegs. Also glaube ich habe runterfliegen im Hintergrund. Boah. Mein Gott, wir waren nah aneinander. Oh. Durch. Jetzt haben wir uns beide so rammen müssen. Sollen Sie kommen? Sollen Sie kämpfen? Sollen Sie die unbezwingbare Macht der Helldivers spüren? Wollen wir Unterstützungswaffe an? Direkt nebeneinander. Nein. Alter. Ich will die ganze Zeit falsch. Ausrüstungspaket unterwegs. So, mein Maschinengewehr. Ich brauche mal unbedingt ein neues Ding hier für Maschinengewehr. So. Ja, yeah, ich habe meine eigene Drohne und du auch. Ich weiß man nicht mal, was der Unterschied zwischen den beiden war. Wir haben zwei verschiedene. Alles klar. Ich habe doppeltes Maschinengewehr. Was zum auf der anderen Seite war gar nichts. Okay, warum sehe ich die Karte nicht? Da ist die Karte. So, Sekundärziel ist direkt hier. Gott, verreck mir nicht, du kleines Ding. Oh mein Gott, ich habe ja voll viele neue Leisten jetzt hier wegen dem Ding. Da steht, glaube ich, einer. Ja. Das hat auf Kette gestellt. Also. Ich will ja auch. Am Schwierigkeitsgrad ist das Mitte. Ja, ja. Oh, starke Hitze. Oh, ich glaube, da kommen wieder Feuertornados. Scheiße. Wir benötigen ein Geschütz. Geschütz kommt. Wird schon klappen. Gehen wir lieber an denen vorbei, oder? Jetzt ist es zu spät, okay. Ja, wir müssen ja da rein. Das ist unsere Mission. Oh, okay, ja, da kommen sie natürlich wieder. Ich bin ja oben am High Ground. Da kommen genau welche zu dir, ne? Damit es weiß. Okay. Nochmal hier. Nach Startcodes müssen wir finden. Also. Ich auch nicht. Ich tue einfach. Wie nennt man hat Brainstorm. So, aber jetzt sind wir zu viert. So, das Reagenzgläschen ist da lang. Ich hatte irgendwie markieren. Bei meiner Position. Irgendwie nicht. Das tut immer nur da, wo ich gerade bin, irgendwie markieren. Okay. Alles klar. Beep, oh, beep. Da sehe ich wieder ein ATS. Ja, eine Granate und der ist weg. Ich könnte ja auch wegschneiden. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt hier schon triggern sollen. Also wir müssen ja alle Gebäude zerstören. Einschlag, Dingens. Ja, ich mach mal. Ich weiß nicht. Mach mal. Ich habe nur die ganz große. Muss man wieder so weit weggehen. Oh. Okay. Hier hinterher Deckung. Na, kann man auch die Fässer irgendwie dahin werfen, die damit kaputt machen? Das wäre vielleicht auch eine Idee, ganz ehrlich. Ich versuch mal. Ja. Und jetzt für die Freiheit. Nein. Das hat nicht wirklich gemacht. Aber normalerweise nicht hier so eine Höllenbombe oder so. Na, ich habe eine Höllenbombe. Oh, okay. Dann mache er Zeugs kaputt. Irgendwie habe ich meine Drohnen irgendwie nicht drauf aufgepasst, ob die was machen hier gerade. Meine hat auf jeden Fall was gemacht. Die schießt schön. Also vielleicht ist das bei deine weniger sichtbar, weil die halt mit einem Maschinengewehr schießt, ne? Oder nicht? Okay, die Bombe ist scharf. Yeah. Und eine Probe ausgezeichnet. Das war's immer noch nicht, ich hab Gebäude auch noch, oder was? Ich glaube, nächstes Mal nämlich. Es gibt bestimmt noch eine effektivere Methode, das zu schaffen. Ja, ja, mein Ding aber wäre vielleicht nicht schlecht, weil das halt so weitläufig ist. Ich finde es immer ein bisschen Verschwendung für halt blöden, fürs blödes Gebäude. Ja, ja, wir können auch die Höhlenbomben hier die ganze Zeit nehmen. Ne? Das, ja. Ja. So, ich nehme mal das Gebäude hier, ne? Ich mache mal die nächste scharf. Wenn vielleicht ein Nachteil an diesen Drohnen ist, dass die Gegner angreifen, halt, wenn sobald die welche sehen, also. Ja. Vielleicht auch da hinten blinkt irgendwas Goldenes. Nice. Die sind vielleicht weniger nützlich. Ja, okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Hauptziel. Ja. Das Hauptziel ist auch in der Richtung irgendwo. Ja, das ist gut. Die sind vielleicht weniger nützlich. Oh. Die sind weniger nützlich, wenn man sich irgendwie anschleichen will. Was wir absolut wollen. Hab was gefunden. Hm. Nö, schon mal geguckt. Oder war ja. Da sehe ich schon die nächsten Gegner. Anforderungsscheine. Die bringen noch mal was, was bringen die überhaupt? Ein schwefelnder Haufen Schrott geschieht dem Recht. Was bringen die Anforderungsscheine überhaupt? Ich glaube, das ist halt Geld, was wir am Ende bekommen. Also, okay. Die Währung hier, die gelbe. So. Wir müssen gar nicht, wir müssen da lang in der Richtung. Ich sehe gerade auf dem Radar, oder bist du? Ne, bist du. Markiere Karte südöstlich bei meiner Position. Kann ich da nicht irgendwie bestimmen? Ja, so. Also, positioniere Pin. So kann man das machen. Man öffnet die Karte und dann nimmt man das Steuerkreuz. Dann kann man Ort auf der Karte markieren. Du öffnest die Karte und dann bewegst du halt Steuerkreis, dann kannst du gezielt hier Markierungen. Dann wusstest du nicht? Nee, ich habe noch nie was markiert hier. Okay, ich wusste das schon. Das ist ja praktisch, danke. Ja, mein Rover ist wieder. Die haben uns gesehen. Mein Gott, voll hochgeflogen ist er. Ja, die sind ganz schön stark, finde ich. Ja, wir haben die voll weggeballert gerade. Nein, 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 nein. Ja, du stand. Wo kommen sie? Da kommen sie. Was hat? Aua. Oh, da, da. Okay. Mein Gott. Beruhig dich. Beruhige dich. Beruhige dich doch, um Gottes Willen. Ich habe einmal noch Kampfmusik. Da müssen wir eine Rakete starten, da ist ein großer. Ja, wir müssen ja hier. Ich mache mal einen kleinen hier. Aber noch 30 Minuten für die Mission. Okay. Ich habe den in den Kopf geschossen, aber ich wusste nicht, dass den da one-shottet. Ja, Kopf halt, ne? So. Ich tue mich mal ohne Probe. So, Terminal ist schon mal an. So, Terminal rechts, links, unten, links, links, rechts, oben. Laden, Startcode 72793. Ich übernehme das Terminal. So, ja, die Dinger musst du wieder aktivieren, genau. Boom. Feuertornado-Warnung. Nee. So. Einmal warten. Ich höre Gegner, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da hinten sehe ich schon Feuertornados. Ja, das ist wieder hervorragendes Timing. Ja. Hm. Ich höre die ganze Zeit Robotergeräusche, aber ich sehe keine Roboter. Habt ihr so viel Angst vor uns? Schaue ich mich bei ihr um. Da hinten sind welche. Wow, Feuer, Feuer, Feuer. Da hinten waren ein paar Roboter. Ich glaube, der Feuertornado hat ja aber erledigt. Nein, meine Drohne schießt auf irgendwas. Na, meine Drohne muss ich aufladen. Nein. Oh, ich bin tot. Warte. Ja, das Feuer hat mich erwischt. Aber ich habe das Ding gestartet. Du bist dann gestorben. Okay. Also war. Doch. Ich habe das Ding noch gestartet, bevor ich gestorben bin. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Oh. Na, ob es da zurück schaffst? Ja, ne. Ich bin nicht so weit entfernt gewesen. Oh. Da irgendwo ist das. Ja, vor uns irgendwo. Wo die Tornados sind gerade. Ich auch nicht. Alter. Alter, wo seid ihr? Oh. Aber na Leute, wo seid ihr denn? Also welche? So. Hat meine Drohne da gerade ein... Ah, nee, das hat Maschinengewehr. Ich dachte, meine Drohne hat gerade ein Gewehr gefunden und so will mir das geben. So, jetzt haben wir sollen von hier weg. Haben wir jetzt abgeschossen da? Ja, das ist abgeschlossen. Okay. Dann da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen genau in die andere Richtung. Ah. Das gesehen da hinten, ja. Jetzt sonst nicht sehen sollen. So, dann markiere ich mal das Ding schon mal. So, ja, das ist auch praktisch. Dann weiß ich ja mal genau, wo wir hin müssen, um die Karte aufzurufen. Ich werde die zwar so oder so die ganze Zeit aufrufen, aber trotzdem gut zu wissen. Muss mir nur merken, der orange Punkt bist du, der orange Pfeil ist das Ziel. Bei mir bin ich gelb. Hier sind wieder Gegner. Ah. Oh. Ja, irgendwie mein Rucksack ist jetzt irgendwie rot. Ja, der ist kaputt, glaube ich. Nein. Ausrüstungspaket unterwegs. Wir sind aber nicht schlecht. Wahrscheinlich ist die Drohne kaputt gegangen oder so. Nur ich mal eine neue. War. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Wir sind doch Ziel suchen, die Dinger, ey. Irgendwie schon, ey. Lass sie durch, schnell. Los, Drohne, knall den Tornado ab. Ja. Drohne, zerstör den Tornado. Die sind auch bekannt für Feinde, für freundliches Feuer, die Drohnen, also wie die Geschütze halt, ne? Sowas kenne ich nicht. Ja, ja. Muss manchmal gar nichts machen hier. Ja, es war halt wieder kurz rot und dann ist er wieder in meinen Rucksack gegangen und dann ist er wieder rausgekommen. Der hat nachgeladen. Ah, okay. Die haben ja nicht unendlich Munition, die müssen nachladen. Das wäre halt ein bisschen OP. Aber ich glaube, die können auch kaputt gehen, die Drohnen, also die sind nicht unzerstörbar. Ja. In den Insekten kann ich mir halt gut vorstellen, weil die halt nicht schießen können. Aber da kann die abknallen. Ich habe mal wieder Gameplay auf den höheren Schwierigkeitsgraden gesehen. Da kamen 2 Dropships bei den Robotern mit jeweils 6 RTS. So, ich habe mal da ein großes Ding gepackt, ne? Wir gehen ein bisschen zurück. Und auch da ist auch eine Fabrik. Ja, auf der anderen Seite ist auch so eine Fabrik. Links von dir. Oh ne, ich glaube nicht. Komm schon, mach es kaputt. Mein Gott. Tja, die haben halt überlebt. Ah, links von uns. Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren. Aber ja. Ah. Warum hat meiner nicht getroffen? Das ist nur ein Schuss, das ist ein präzisives Ding, also. Aber ja. Wo war noch eine Fabrik? Warte, hier links von uns. Wenn wir uns schon mal zurückziehen, dann können wir. Ja. Ja, wir haben noch 20 Minuten, also noch lange. Oh. ATST. Meiner. Wow. Muss noch gucken, ob da Posen sind oder so. Oh, Entschuldigung, ja. Oh, da ist noch einer. Da rennt noch irgendeiner rum, ey. Ja, der war voll in Eile. So, oh mein Gott, wer hat meine Fabrik kaputt gemacht? Jedenfalls weiß ich nicht, da waren auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, da waren 2 Dropships und ein Unit dieser Dropships waren 6 ATSTs gerade. 12 von den ATSTs auf einmal getroffen werden. Keine Schuhe, keine Kleidung, kein Service. Voll Charakter. Kontakt. Nein, lädt das Ding nach. Ich weiß es nicht. Ja. Boah, ich sehe ja fast gar nichts. Ich auch nicht, mein Lieber. So, wo ist das Schiff? Das knall ich hier mit ab. Nein, das ist zu weit links. Sie haben einen Schwachpunkt entdeckt. Ja, ich komme. Ah, wir benötigen ein Geschütz. Magazin leer. Oh. Aber von allen Seiten ja. Aber es auf mein Geschütz. Ah. Nein, mein Geschütz war auf. Warum schießt denn das auch direkt ein? Das ist unsere Basis. Wo wir gerade sind, ja. Nein. So, ich tu mal ein bisschen Nachschub. Wow. Aber schon sagen, sind immer wieder neue gekommen. So, ich brauche einmal und zweimal und da kann ich meine Drohne auch aufladen anscheinend. Hinter uns, was? Schon sagen, wo steht seine Drohne hin? Ja. Mein Gott. So viele Saltos machen immer. So, machen wir uns mal so langsam auf zum Dingen. Wir haben eigentlich noch genug. Was ist da noch? Ist da auch noch was? Da mal gerade kaputt gemacht. Ich habe einige Beeps und einige Bobs. Was ist das hier? Oh mein Gott, hier sind Leichen. Nochmal hier. Nichts. Ach, das ist ein CF. Konnte man die Dinger aufmachen, diese Garagen? Junge, nicht. Na, oh, hier ist ein Terminal. Was ist das? Hey, hergeblieben. Ja. Also komm, aber der ist hier hochgesprungen. Dann sagt, aber ich bin tot. Wie ist denn das passiert? Nein. Ah. Da. So, aber bitte wieder bleiben, danke. Ich weiß nicht, warum ist so schnell. Ja. Das hat Apfel. Sagt mir den Feind. Sind jetzt nicht so, als hätten wir irgendwie irgendwas zum gekriegt, was Neues. Also ich glaube, das schießt man alleine das Ding. Ja. Ich glaube auch. Ja, bin dabei. Vielleicht noch mal. Ist mein Dings ja auch noch irgendwo am Liegen? Ich glaube nicht. Nein, ich denke, Ich stand hier so, auf einmal ist er irgendwie neben mir gewesen und hat mich abgemetzelt. Ja. Ah, ne, hier unten liegt die. Boah. Ha. Jetzt habe ich mir extra eine neue gespawnt. Ha. Und direkt den neuen nehmen. So. Wir werden ja gesidetrackt gerade. Ich gehe in die falsche Richtung, Entschuldigung. Ja, wir müssen da lang. Na, warum ist meine Markierung weg auf einmal? Positioniere Tent südöstlich, 100 Meter. Man kann das Geschütz, glaube ich, nicht irgendwie benutzen oder so. Ich glaube, das ist automatisch. Ja, oder? Zwei ATSTs zu rechts, da. Ja, ich habe beide getroffen. Mit einer Granate, zwei Fliegen mit einem, mit einer Granate. Oh, hinter uns. Oh nein, der hat Verstärkung gerufen. Aber da ist auch schon das, gehen wir mal rein. Landungsschiffe! Ich rufe schon mal den, Was war das? Also, ich war das nicht, ich habe nichts gemacht. Irgendjemand hat das Schiff gerade abgeknallt mit einer Rakete. Ich glaube, das war die Luftabwehr. Das ist eine irgendwas von Luftabwehr. Ah, sehr geil. Ich habe nur gesehen, dass eine Rakete dahin geflogen und das Ding war auf einmal weg. Ja, ich war das nicht, der Frage bestätigt. Shuttle im Anflug. Das ist doch mal geil. Und da sind Gegner direkt. Ja, ich mach's mir mal gemütlich hier. Boom. Du stirbst. Warum kriege ich euch nicht kaputt? Nein, du sagst das schon wieder was. Aber ich werde gleich wieder abgeschossen. Komm. Wow. Aua. Oh Gott, wo kommt ihr? Aua, warum? Boah. Dieser Pisser. Komm ja mitten aus dem Nichts und schlägt mich weg. Boah. Irgendwann schwamm. Wir benötigen ein Geschütz. Da, wo ist mein Zeug? Ja. Ankunftszeit T-10 Sekunden. Landezone räumen. Der blöden Schlitzer, ey. Flugabwehr? Ja. Er hat gesehen. Ja, was? Nein. Ja. So, nein, Aufnahmeprogramm, hör auf zu laggen. Muss ein Eingang, ja. Da, da kommen gerade die Feuertornados. Die Situation wurde uns ein bisschen zu heiß. Da sind wir doch lieber gegangen. Ja, ist cool, diese Flugabwehr. Ja, die ist neu, die haben wir vorher noch nicht gehabt, ne? Yay. 2 2 Bock. Die Raketen wurden gestartet, die Proben wurden gesammelt, die Erfahrungspunkte wurden einkassiert. Weiß nicht, auf was ich hier gespannt bin. Ja, für die Feuertornados, ja. Da war ja noch auf Mittel. Mittel haben wir ja noch raus mittlerweile. Anspruchsvoll, da geht's wieder richtig ab. Dann haben wir ja auch noch irgendwie geschafft, ne? Ja, aber das schaffen wir gerade noch so, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen dafür hier grinden, ja, so ein paar Sachen. Oh, ich glaube mir nicht, dass ich irgendwas holen kann. Ich würde mir, glaube ich, was holen können. Ich habe, ne, ich brauche gar nicht nachgucken. Ich habe nur 1900. Ich will bestimmt nichts leisten. Ich habe 13.461. Oh, was? So, ich habe noch nicht so viel ausgegeben, ne? Das will ich mir mal holen. So, wie viel länger muss ich denn ausgehen, um die nächste Seite freizuschalten? 109. Okay, da ich weiß nicht, ob das gut ist. Die Streubombe, die kann kleinere Gegner besiegen, aber keine Gebäude. Ich weiß nicht, ob das bringt. Das ist die, die ich habe. Die eine kleine. Die ich aus Erfahrung kann ich sagen, die ist nicht so dolle. Ich finde die nicht so dolle. Okay. Okay. Und die ist, die ich auch habe. Zwei stärksten Sachen, die zählen halt die 500 Kilo Bombe und der Orbital-Laser. Ja. So ein Laser, der zielt dann naja, ein bisschen Radius, ist das ein ziemlich großer Laser. Also, okay, warte mal kurz, machen wir das mal eben so. Ich brauche mehr, Proben. Proben ist irgendwie, was ich mehr brauche als was anderes. Ich bin ganz eine Adler-Taktik ausrüstung, ich weiß gar nicht, ob du bist. Orbitalgasangriff, Schienenkanone. Das ist die, die ich habe, ne? Ja, das brauche ich als nächstes. Da brauche ich 60 Proben. Boah. Dynamische Erfassung. Folgen und jederzeit bereit zum Abfahren zu sein. Was ist das, der neue Robotikwerkstatt? Ich glaube ja. Ich bin bereit. Wop. Okay. Einfach. Ich hab dich rausgeschmissen, tut mir leid, oh. Ich hab die ganze Zeit hier geguckt, wie kann man, ich kann dich auch nicht zum Anführer befördern, das geht leider nicht. Oh. Willkommen an Bord, Herr Geiger. Der Überzerstörer gehört Ihnen. Oh, das ist ein geiles Bild, so mit dem Planeten im Hintergrund. Mein Gott, ich sehe gar nichts. Oh Gott. Ich sehe überhaupt nichts hier. Ich habe jetzt schon PTSD, Alter. Ich raste aus. Aua. Ich hab doch gesagt, ich raste aus. Ja, Sachen holen, Scheiße. Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich nicht schlagen. Ausrüstungspaket trifft ein. Ja, meins. Ja, ausgezeichnet. Unsere Armee steht. So. Dann gehen wir schon mal zum Ding. Nordöstlich 100 Meter. Da. Ich kann die Düsen von meinem Gartor gar nicht sehen, ey. Bei dir kann ich die sehen, bei meinen sind die irgendwie aussehen. Ja. So, aber da mal ihr sieht echt aus wie Vietnam hier. Ich hab doch gesagt, ja, sag ich doch. Gott, da ist was Goldenes. Da sind Gegner. Er hat schon einen abgefeuert. Ey. Ich weiß nicht, wie der andere so schnell gestorben ist. Ich glaube, den hat eine Drohne gekillt. Ey. Nein, ist noch einer. Steckt in den Bäumen. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Da müssen wir uns allgemein immer auf die erstmal als erstes hier fokussieren. So, was war da drin? Anforderung. Okay, okay. Ja, plus 100 Anforderungen. Schon weggebrochen. War nichts Feindliches. Weißt du, was PTSD gegen Käfer da? Lade nach. Haben wir alle. Du darfst halt jetzt nicht als Wahrheit, musst du jetzt nicht als Wahrheit nehmen, weil das könnte halt auch als Propaganda dargestellt werden, aber eigentlich sind wir der Verbreitung der Käfer schuld. Ja. Ja, weil wie kommen die von Planet zu Planet? Ich meine, die haben keine Weltraumtechnologie und trotzdem sind die auf mehreren Planeten. Das ist, weil wir die Supererde haben, die als in so Farmen gehabt. Und die Farmen wurden halt überrannt, weil die ziemlich schnell gewachsen sind, die Insekten. Kannst du vielleicht da so einen Luftschlag auf die Fabrik da packen? Ja, kann ich machen. Warum sollten wir die sicher farmen? Weil diese Insekten, die tun Treibstoff produzieren. Nee. Oh, nicht, ja. Dieser Schlag ist ziemlich billig, ehrlich gesagt, aber der ist unendlich und der ist nicht schlecht, um einzelne Dinge auszuschalten. Ja. Wo seid ihr? Wie heißt der Teil? Das ist der Orbitalpräzisionsschlag. Okay. Ich habe eine Probe. Oh, das ist noch eine. Das ist nur so ein Ding, das ist mal gut, um ein Gebäude auszuschalten oder so. Ja, ja, aber dafür triffst du halt auch. Ja, nicht immer, ich habe auch schon daneben geworfen. Hm. Ja, jetzt regnet es auch noch. Boah. Es gibt auch Meteoritenhagel als Wetterumgebung, ne? Also, oh, links von uns. Ich glaube, wir haben schon gesehen. Unsere Drohnen ballern darauf. Nein, 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 nein. Ah! Nein. So, da die sind jetzt auch getriggert. Da ist ein Terminal. Ich mach das mal an. Aber nein, nicht das. Seid ihr? Wow. Wow. Hat er gerade eine Rakete geschossen? Aber ja, ich hab's gemerkt gerade. Stück. Ich glaube, ich habe ihn. Ich sehe ihn nicht mehr. Oder nicht? Ja, der ist tot. Der war da im Wald hier. Ah, das wäre was zum Auftreten da oben. Ich gehe mal dahin. Ich höre ja noch irgendwas. Irgendwas höre ich dann noch. Ich übernehme das. Nach rechts, ja, 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 noch ein ganz kleines bisschen, ja, reicht. Oh. Missionskarte aktualisiert. Ja. Wie tut man noch mal eine? Wie tut man noch mal hier den Feuermodus? Nein, nicht Granate, den Feuermodus hier ändern. Also ja. Viereck oder Quadrat? Oder nicht? Ich sage einmal Viereck. Ja, das hat sich irgendwie so eingebrannt. Ey. Bringt die Taschenlampe irgendwas? Nee, ne. Naja, man sieht ja etwas besser, ne? Oder sollte so sein. Aber so. Gucken wir mal auf der Karte, wo wir mal lang sind. Da lang. Ja. Ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung, Daniel. Ja, ja. Was sind da für Geräusche im Hintergrund? Da rechts ist irgendwas. Ist das eine Fabrik? Das ist ja wieder so ein sieht nach Druidenfabrik aus. Dann mache deinen Schlag bereit. Oh Gott, meine Drohne ballert schon. Da sind überall Minen, ey. Ja, sieht gut aus. Oh Gott. Ich bin Viecher schon wieder, geht weg. Ja. Pass auf, wir sind überall Minen. Was ist das hier? Ja, da wäre ein neues Gewehr oder so. Ha. So. Da ist, glaube ich, noch eine Fabrik da oben. Ja. Da ist noch ein Schlag. Wo ist denn das Gebäude dafür? Da hinten ist das erst, aber die Flammen rauskommen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ja, das war wieder ein anderer Luftschlag, aber ja. Oh Gott, die sind Minen. Sehe ich gerade. Ich habe es gerade gesehen. Lass mich da hoch. Oh Gott, da steht einer. Ja, yeah. Probe gesichert. Probe gesammelt. Ja. Okay, weiter geht's. Was sind das für Geräusche? Mein Präzisionsschlag ist wieder. Deshalb heißt er Präzisionsschlag, der macht Sinn. Schmetterling. Rettungskapsel, Daten hochladen, sind wir in der Nähe? Ja, wir sind in der Nähe. Wir sind auf dem Weg, ja. Das tut sich immer ein bisschen updaten, das Ziel da oben, wenn wir in der Nähe sind. Ja. Ja. Wenn wir zum Beispiel einen Titan ausschalten müssen, dann steht da, Alter, wenn wir in der Nähe sind, 0 von 1 hier. Ist da gerade ein Metroid vom Himmel geflogen? Ja, ich glaub, das war ein Meteorit. Verdammt. Das ist ja wunderbar. Daten hochladen. Das Ding hier. Ja, ne? Ja, genau. Das muss ich dann hier verteidigen. Ja. Ich denke, ich weiß, so darf mich keiner sehen, sondern nur den Daniel-Dokument. Der dreht sich sofort und man macht etwas da. Der ist verwirrt. Am schlimmsten Fall kriegen wir hier nur Malaria, ey. Ja. Oh, Schmetterling. Sie haben die Fackel der Freiheit entzündet. Wir evangelieren. Ja. Dann können wir uns noch austoben auf dem Weg dahin. Wir können demnächst, weil nicht auf dem nächsten Schwierigkeits weitermachen. Ja. Ja, ich weiß, das ist ein Struggle. Noch 30 Minuten für die Mission. Oh, Schmetterling. Natur, Fauna. Muss das spritzen? Oh. Warte mal, ist ja noch irgendwas, wenn wir hier Spritzen gefunden haben. Ich höre Roboter. Was ist denn nachher? War wir schon. Hier ist so ein Ding zum Öffnen. Hier sind auch Spritzen. Böses? Das Böse ist im Busch. Nein, ich habe den einen gesehen. Okay. Ich hatte mal jemand mit so einer eine Flare oder so. Was ist das denn hier? Warum habt ihr Gas auf dem Boden, aus dem Boden? Das nennt man Natur. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein Druide. Ich versinke manchmal im Boden, die Leichen. Die Natur nimmt ihren Lauf. Ja, ich habe noch jede Menge Zeit, also. Ah. Magazin Oh, müssen ja immer noch mehr Leute rufen. So, was zum... Oh, ich schnapp ich mir. Boom. Voll daneben geworfen. So, auch voll daneben geworfen. Ja, voll daneben geworfen. Okay. Da bin ich nämlich schon mal reingefallen. Der Teil kann ich zu nagen. Aua. Eine Granate reingeworfen. Was für eine Verletzung. Ah, da war da drin, ne? Ja, ja, oder? Da war ein Loch, da muss ich halt reinfeuern, ne? Feuer in der Hole und so, ne? Da fliegt wieder so ein Insekt durch die Gegend. Das ist eine ziemlich größere Anlage, glaube ich. Da sind ein paar Fragezeichen auf der Karte. Ja, und auf der linken Seite, da ist, glaube ich, die Abholstelle. Ja. Achso, da hinten. In die Richtung. Ja, ich gehe gerade auf die andere hier. Kleine Basis hier. Okay, okay, ich komme. Gut, dass ihr mir das gesagt habt. Ich war nämlich gerade auf die große da zu laufen. Ja, die können wir ja auch noch machen. So. Ja, ich habe die kleine hier habe ich nicht gesehen. So, lass mich mal versuchen mit meinem Ding wieder. Okay. Ich muss mich irgendwie Redemption hier mit meinem Ding. Machst du wieder das ganz große? Ja, ich habe nur das ganz große. So, wer hat den Griff nicht? Ja, das müsste treffen. Kommt auf einen Ball, dass es trifft halt, ne? Wir sind einfach noch drin. Oh mein Gott! Wahrscheinlich wieder genau die falschen Sachen hier. Naja, sieht irgendwie so aus. Boah. Ah, gibt's halt wieder nicht. Boah. Wo ist das Schiff? Da ist das. Boah, das gibt's doch einfach nicht, ey. Oh Gott. Ja, alles klar. Oh, Mann. So, probieren. Ja, anscheinend. Jetzt ist sie wieder raus. Ja. Aber manchmal ist der Rucksack rot und bleibt einfach rot. Stücke. So, für die gute Sache Trophäe bekommen. Okay, weiß nicht wofür. Oh Gott, hier oben sind welche. Der hat einen Raketenwerfer gehabt. Der hat auf mich geworfen, der sagt. Ich habe da drüber geworfen oder auch nicht. Okay, sind ein paar Gegner. Au, Raketenwerfer. Aber ich kann Granaten hätte, würde ich die auf die werfen. Aber wir haben noch keinen Nachschub. Oh, die Rakete geht direkt an meinem Gesicht vorbei. So. Ich habe einen abgeworfen irgendwann. Und ja, Geschütze, ich glaube, die stehen dahinter Geschütze. Und ob ich den getroffen habe. Finger weg von dem Geschütz, Kollege. Bot-Abwurf auch noch. I mean. Oh Gott. Ich brauche mal Granaten oder irgendwie so was, ey. Fährst dich doch Stück. Aua, aua. Mach ihn mal weg. So. Oh, 2 Proben. Was der da? Ja, ich habe mich gerade gespritzt. Ich habe nicht über ihn so viel aushalten. Nein. Da hinten sind Spritzen. Ich habe da irgendwo Spritzen hingepackt. Nachschub meine ich. Ja, ich hab noch genug Spritzen. Du hast eine Spritze. Ja, ich habe aber voll Energie, keine Angst. Anlage bestätigt. Verstärkung wurde losgeschickt. Ich hab dich da bei deinen Sachen gelegt. Ja, danke schön. Los, mein Guard Dog. Zwei Maschinengewehr, da ist mein Geschmack. Da haben wir alles. Wir haben noch 20 Minuten, aber ich sehe nichts mehr, glaube ich. Nein, ich mein Gegner im Moment gerade. Im Moment ja, die Gegner sind tot. Na gut. Dann müssen wir, aber hat der Ding schon abgestellt. Wir können auf dem Weg da die Dinger machen. 100 Meter. 1 oder 2. Und da wieder noch so eine Fabrik ist oder so. Ich glaube nicht, dass da noch was ist, ne? Ich hätte immer noch Gegner irgendwo. Evakuierung verfügbar. Oh Gott, da sind eine Menge Gegner. Wir benötigen ein Geschütz. Aber ich würde da nicht hingehen, da sind eine Menge Gegner. Ja, aber ja, mit eine Menge Sachen, die auf uns schießen, genau. Was? Okay, ich bin gerade verwirrt. Wieso ist meine Lebensbalken? Wieso ist mein Lebensbalken rot? Jetzt ist er wieder weiß. Geh kaputt. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ah. Lebenswagen schon wieder rot. Ich weiß nicht warum. Da ist noch einer mit einem Raketenwerfer. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja. Mein Gott. Du kannst jetzt wagen, meine Drohne kaputt zu schießen. Hat der die kaputt geschossen? Nee, aber der hat auch viel geschossen. Da fand ich nicht gut. Nee. Ja, Raketenwerfer, Raketenwerfer! Gibt's hier. Ja, ja, mach das mal. Ich tu mal ein bisschen Nachschub hier platzieren wieder. In unserer Nähe. Aber ballert auf dich. Ist schon wieder so ein Loch. Ja, hab ich gesehen. Ich weiß nicht, warum mein Lebensbalken rot ist, aber weiß ich auch nicht. Und dann denken, oh Gott. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Zurück, nicht in die Richtung raus. Das finde ich cool. Ich kann wirklich nicht, ich kann mich zurückziehen und meine Drohne schießt auf. Mal gucken, ob wir den hier entkommen gehen. Rennen weit weg. Rennen sehr weit weg. Ja, ja. Dann mache ich normalerweise immer mit meinem Geschütz. Ja. Ja, ja. So, 5 Kills, ausgezeichnet. Mein Geschütz ist auch leicht fertig. Okay, ich treffe die ganze Zeit, sehr gut. Wow, oh, da nicht auf mich. Du blödes Teil. Zum Glück bin ich die ganze Zeit geduckt. Da wäre böse ausgegangen gerade. Dieses blöde Stück. Er hat sich mit dem Robotern zusammen getan. Gott. Ich lieg lieber hier mal am Boden. Nein. Ich hatte das Feuer erwischt. Eine Minute. Weg, Jakob! Ah, scheiße. Oh, aua. Oh Gott, das. Okay, du bist viel zu nah. Ich schieße. Schieße aber deinen Schützen kaputt. Ja, da in der Richtung. Ah, Metroid. Das Ding war hier. Ja, 20 Sekunden. Nein! Das war ich, glaube ich. Entschuldigung. Wollte doch nur helfen. Aber oh, du gewählt. Du Schlitzer, du. Ah. Da war da hinten kommt eine Menge Gegner. Und Sprung rein. Ich wollte dir doch nur helfen. Ich habe da so viele Gegner gesehen. Ja, auf deiner Pelle. Da habe ich mir gedacht, jetzt kommt meine Zeit, den Weg zu retten. So, gar nicht wahr. Ich glaube, ich brauche auch mal einen anderen Luftschlag hier. Der Große bringt irgendwie nicht so. Er trifft meistens nicht immer das, was du willst. Ja, ist ein bisschen random. Ja, und der dauert dann auch so lange. Ja. Also bringt es leider nicht so. Aber noch einen anderen, glaube ich. Ich bräuchte auch mal so einen genaueren. Burn. So. Unfälle 2. Sie haben viele Proben gesichert. Gut gemacht. Oh, Generalbefehl abgeschlossen. Wow. Yeah. Punkte zum Ausgeben. Ja. Yeah. Ich hole mir das und das und das.